Die Deutschen lieben Milchprodukte. Mehrmals pro Woche werden Butter, Joghurt, Trinkmilch und Co. gegessen bzw. getrunken. Absoluter Favorit auf dem Speiseplan ist der Käse, der bei 82% der Bundesbürger hoch im Kurs steht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Studie unter 1000 Verbrauchern, die vom Meinungsforschungsinstitut ESNIs im Auftrag von Kerrygold durchgeführt wurde. Professor Dr. Nikolai Worm, einer der bekanntesten Ernährungswissenschaftler Deutschlands, freut sich über dieses offensichtliche Umdenken der Deutschen beim Genuss von Milchprodukten. Es gibt ja so diese These, Milchfett würde ein Problem sein, man würde Herzinfarktrisiko darstellen. Das ist längst widerlegt worden in zig Langzeitbeobachtungsstudien. Es ist kein Risiko. Im Gegenteil, man findet eigentlich bei Menschen, die einen hohen Konsum von Milchfett und vollfetten Milchprodukten haben, sieht man eher ein gemindertes Risiko für verschiedene Zivilisationskrankheiten. Außerdem hat die Studie untersucht, nach welchen Kriterien die Deutschen ihre Milchprodukte auswählen. Ja, die wichtigste Erkenntnis aus der Studie war für uns, dass den Deutschen bei den beliebten Produkten der Milch die Qualität besonders wichtig ist, aber auch woher sie kommen und wie sie hergestellt werden. Neben Geschmack und Qualität der Produkte ist den Befragten außerdem wichtig, dass bei der Herstellung grundsätzlich auf Zusatzstoffe verzichtet wird und auch, dass die Milchbauern entsprechend entlohnt werden, um ihren Unterhalt zu bestreiten. Die Hälfte der Befragten legt darüber hinaus großen Wert auf den Preis der Produkte. Ein Bio-Siegel ist nur für etwa ein Drittel der Befragten ein Kaufkriterium. Besonders auffällig ist, dass die Endverbraucher offenbar sehr an den Lebensbedingungen der Milchkühe interessiert sind, von denen die Milch stammt. Das freie Bewegen der Tiere extrem wichtig. Das war der wichtigste Punkt, den uns die Verbraucher zurückgespielt haben. Und die Fütterung durch Gras wird als wichtig empfunden, also die natürliche Futterquelle der Milchkühe. Und wir führen das darauf zurück, dass der Verbraucher auch schon erkennt, dass die natürliche Fütterung der Kühe einen Einfluss auf die Qualität des Endproduktes haben kann und haben wird. Auch der Agrarwissenschaftler und Veterinärmediziner Professor Dr. Dr. Matthias Gauli von der Universität Göttingen sieht in dieser Form der Milchviehhaltung, wie sie zum Beispiel von Kerrygold praktiziert wird, klare Vorteile gegenüber der in Deutschland überwiegend stattfindenden Stallhaltung. Das ist die Bewegung, das große Platzangebot, wenig agonistische, das heißt Rangordnungskämpfe zwischen den einzelnen Tieren. Eine gute Tiergesundheit, die wir in der Regel ganz gut erreichen können, das sind Argumente, die klar für die Weidehaltung sprechen. Fazit: Die Deutschen konsumieren immer mehr Milchprodukte, achten dabei aber stark auf Qualität. Am liebsten kommt die Milch von Kühen, die auf der Weide gehalten werden.